Steez, Bro. Oh. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Answers getting lost, so I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours. Do it how you want. Yo Leute, was geht ab? Wie beim letzten Video vom Bikecamp am Ende erwähnt, ging's zu Motorex in der Schweiz. Ich hatte jetzt hier eine kleine Tour durch den Betrieb, riesengroßes Unternehmen und geil mal zu sehen, wie das Ganze hier hinter den Kulissen abläuft. Wir haben auch ein paar Pläne für diese Saison besprochen und es kommt einige coole Sachen auch für euch raus und auf euch zu. Und ja, ich halte euch da einfach auf dem Laufenden, mehr sagen wir jetzt einfach noch gar nicht. Und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg von Langenthal, wo Motorex sich befindet, wo der Standort ist, fahren wir jetzt noch eine Stunde nach Zürich und haben jetzt dort eine coole Session im Jump Park. Let's go! Und wir sind angekommen im Jump Park in Zürich. Hinter mir seht ihr den Park, es ist Bombenwetter. Wir waren aber gestern bei Motorex. Ich bin dann in den Arbeiterverkehr gekommen, in den Stau. Und deswegen habe ich am Abend zuvor kein Video mehr gefilmt. Wir sind dann hier noch 15 Minuten gefahren, hatten eine kleine Abendsession. Da hätte es sich aber nicht gelohnt, noch irgendwie ein Video zu filmen. Deswegen heute ganz in Ruhe. Wir waren gerade noch, Jan und ich, auf Street Tour durch Zürich. Das wird das nächste Video, was ich hochlade. Also könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt sind wir hier. Es gibt einen riesengroßen Mullsprung. Was heißt, ja, riesengroß. Ist schon eine gute Größe, aber riesengroß auch nicht. Auf den Wettbewerben sind die Sprünge teilweise noch mal viel größer. Aber es ist ein cooler Sprung, um wieder richtig reinzukommen und einfach das hammergeile Wetter zu genießen. Es sind, glaube ich, 12, 13, 14 Grad. 360? Yes. Jan eröffnet. Okay. Yo. Mach gleich mal hinterher. Nice. Das ist er, von hinten der Sprung. Riesenmulchlandung, wo man sich, glaube ich, ganz gut austoben kann. Erster Sprung und jetzt beim zweiten machen wir einen 360 No-Hand. Machst du irgendwas? 3T Borg mal. Okay, fährst du gleich hinterher, oder? Train. Ja. Stunted. Yep, yep. Lukas Weilmann ist jetzt noch mit am Start und assistiert uns ein bisschen hinter der Kamera. Denn sein Fahrrad haben sie leider geklaut. Also wenn ihr irgendwo Wintertour warst, ne? Ja. Wenn ihr, was waren das überhaupt? In Dartmoor? Ein NS. Ein NS Majesty. Nee. Decade. Decade. Wenn ihr irgendwo so ein Teil rumfahren seht, dann slide into my DMs. Jawohl. Wir machen jetzt Frontflips. Ich zuerst und dann musst du nachziehen. Okay. Send it. Yeah. Bam, bam. Nächster Frontflip No Hand für mich. Und du? 3-1 Foot Can. 3-1 Can. Steez. Okay, zoomst du hinterher? Ja. Oh. Okay. Okay. Yo. Yo. Der GoPro-Akku ist übrigens fast leer, weil wir waren ja auf Street Tour und ich habe jetzt leider keinen Ersatzakku dabei. Ich benutze die jetzt noch so lange, wie es geht, aber es kann sein, es kommen irgendwann nur noch normale Kameraclips. 360 Tailwhip. Und du? Ich auch. Ja? Oh yeah. Ja. Send it. Dang, dang, dang. Hagen Megan, just woke up from a little nap. It's a little bit dark. Are you guys silly? Hagen Megan's still gonna send it.
Ja! Clean. Danke. Nice. Dreier Wipper. Du? Free Indie. Free Indie? Ja. Jetzt schon? Ja. Fuck. Oh. Oh. Yo. Also ich muss noch mal ran und Jan hat noch eins geklärt, so geil, Alter. Der war Steve's Boy. Oh Junge. Yo. Wenn ich hier reingefahren wäre. Übelster Drift. Ich überleg mir was, bis ich oben bin. Halt okay. Einfach drauf. Gut. Oh. Oh. You alright? Ja. Ich will den auch machen. Ja, der macht den. Send it! Yo! Yeah! Take 2 für Jan. Das war ja gerade ganz schön risky. Risky business. Send it! Oh! Damn, son! Geht's? Ja. Auf die Schulter? Ja, immer die gleiche. Ich glaube, im letzten Video, im Radquartier-Video, habe ich es gar nicht erzählt, aber ich habe noch nie in meinem Leben Superman Seat Crab Indian Air gemacht und habe die jetzt letzte Woche erst ins Foam Pit gelernt. Ich habe irgendwie immer nur Superman Seat Crabs gemacht. Der Lukas hat mir einen Quad Truck gecallt, also 4 Bar Spins. Ich mache erstmal einen Triple Truck und dann hoffe ich noch einen mehr da reinzukriegen. Abgemacht. Das ist Lukas Knopf. Er hat Hunger. Er hat eine GoPro im Mund. Jo. Der Lukas hat gerade gesagt, da war safe Platz für den 4. Ich hätte es auch gleich machen sollen, aber ich hoffe jetzt. Ne? 1, 2, 3. 4. Oh ja, dude. Ey, wo ich das letzte Mal hier war, vor 2 Jahren, da gab es 4 Fistbombs für 4 Barspins. Ja, so mach. 1, 2, 3, 4. Yo, send it. Yo. Vielen Dank für den Trick Call. Gerne, gerne. Den hatte ich heute nicht im Kopf, aber. So musste ich ihn machen, ne? Machen wir nochmal einen? Nee. Aber ich hab da so was im Kopf. Ah, Digga, echt? Ja. Du weißt schon, ne? So, mein Lieblingstrick. Ach, das meinst du? Ja. Ich dachte, ich soll jetzt den 5. Barspin machen. Ah, nee. Den anderen? Ja. Okay. Ja. Ja. Also. Ich mach nochmal einen normalen. Gut. Fühl das mal ein bisschen. Und dann mach ich deinen Lieblingstrick, okay? Dann Zündung. Okay. Nice. Warm up. Der passt. Hast du auch schon gemacht? Ja, das geht. Ey, vielleicht wisst ihr jetzt eh schon, was jetzt kommen soll. Aber wir sagen es trotzdem nicht, wir machen es jetzt. Ja. Jan auf Zündung. Ja. Ja, dude. Hat er safe. Statement. Wir verarschen ja keinen, der war jetzt nicht auf 1, leider. Aufgekommen und wieder weggerutscht. Aber beim Kings of Extreme in Leipzig gemacht, ich glaube, das ist ein bestimmten Monat her. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich den eigentlich auf so gut wie jeden größeren Sprung schon mal machen muss. Also machst du ihn auch. Dass wir den richtig reinkriegen. Ja, take 2 jetzt. Ja. Yes! Yes!
Jo. Nochmal. Nochmal, ja, zwei, ja, stimmt. Muss also natürlich. So. Yes. Lukas, sein absoluter Lieblingstrick. Ich glaube, wenn er fahren könnte und das Fahrrad nicht geklaut wäre, da hätte der den direkt als ersten Trick heute gemacht. Ja, muss. Deswegen, besser fürs Video, für den Spannungsbogen. Trotzdem scheißes Fahrrad. Egal, Alter. Es ist auch noch ein kleines bisschen hell. Ich muss aber heute noch 6 Stunden heimfahren. Deswegen, glaube ich, kosten wir das nicht ganz bis um 6 aus. Ja, der labert den ganzen Tag. Okay, Corgi. Ja, dude. It's these, bro. Was war da los? Alter. Bisschen komisch gedreht, ne? Es war einfach viel zu schnell gedreht. Und jetzt machen wir langsamer. Oh, Kanonenbrille! Einer geht noch. Okay, send it. Ich hoffe, die GoPro hält noch einmal. Oh, der war übel nah, Alter. Oh. Die erste richtige Session draußen. Ich meine, wir sind heute früh die Street Tour gefahren und gestern Abend schon mal hier. Aber die erste richtige fette Frühlingssession. Ich hoffe, ihr hattet auch irgendwie in den letzten Tagen eine erste geile Session draußen und habt das gute Wetter genossen. War auf jeden Fall der Hammer hier in Zürich. Ich fahre jetzt nach Hause. Hoffe, ich bin nicht zu sehr im Sack. Wird schon gehen. Und danke fürs Film, Lukas. Gerne. Bam. Ja. Danke fürs Begleiten, Jan. Und wie am Anfang schon erzählt, wir waren noch zusammen auf Street Tour. Also das Video kommt als nächstes. Geile Zeit hier in der Schweiz. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Peace. Ich hab dich hängen lassen. Bam.